Maria Ewald Stadler vom BZÖ. Herr Bundesminister, ich bringe zunächst einen Antrag ein, und zwar im Wissen darüber, dass diese Debatte wahrscheinlich nirgends so genau verfolgt werden wird wie in der türkischen Botschaft. Daher im Wortlaut. Der Herr Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten wird ersucht, den türkischen Botschafter Kadri Ecevit Tezcan mit sofortiger Wirkung zur Persona non grata zu erklären und damit dessen Abberufung zu verlangen. Meine sehr geehrten Herren, von der türkischen Botschaft, und ich werde jetzt nicht so devot wie der Kollege van der Bellen sein und von Exzellenz reden, Sie gleich den Staub werfen. Ja? Meine Herren von der türkischen Botschaft, weil Damen gibt es dort nicht. Meine Herren von der türkischen Botschaft, Hohes Haus, ich fange mit einem Mordanschlag an. Am 3. Juni 2010, ist noch nicht so lange her, Herr Bundesminister, wurde in der türkischen Stadt, Hafenstadt Iskenderun, der Erzbischof Luigi Padovese von einem 26-jährigen Muslim, Murat Altun, mit insgesamt 8 Stichen ins Herz und in die Herzgegend, unter dem Ruf Allahu Akbar, Allah ist groß, Allah ist der Größte, niedergestochen. Der Erzbischof ist durch den Garten auf die Straße geflüchtet, um Hilfe zu erlangen, die hat er nicht bekommen. Daraufhin hat ihm der Attentäter den Kopf abgeschnitten. Er hing dann nur noch an einem Hautfetzen am Rest des Körpers. Seit 2008 sind mehrere Priester in der Türkei ermordet worden. Einer im Jahre 2008. Bitte, was ist mit der Dramatik? Ich weiß, dass Sie diese Dramatik nicht interessiert, meine Damen und Herren. Das sind ja Ihre Freunde, meine Damen und Herren. Sie sollten sich schämen. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Darauf habe ich gewartet. Ihr Bekenntnis zur Religionsfreiheit ist pure Heuchelei und sonst gar nichts, meine Damen und Herren. Wenn man einem katholischen Erzbischof, der Kopf abgeschnitten wird, dann gibt es keine Reaktion. Und nun sage ich an die Herren der türkischen Botschaft, ich möchte mich das Gezetere, möchte mir gar nicht vorstellen, das stattfände, wenn einem muslimischen Imam oder sonst einem Würdenträger von Geistlichen kann man nicht reden, auch nur ein Haar gekrümmt würde. Nehmen Sie zur Kenntnis, Herr Botschafter, in diesem Land ist noch keinem türkischen muslimischen Religionsvertreter irgendein Leid geschehen, aber in Ihrem Land geschieht das jährlich, meine Damen und Herren. Was macht der Herr Minister? Er sagt, ich habe keinen Antrag vom Parlament bekommen. Heute kriegt er so einen Schwachmatiker-Antrag. Der ist so husch-pusch gemacht worden, dass sie sogar noch die Einleitungsfloskel händisch korrigieren mussten. Er hat keinen Antrag aus dem Parlament gehabt. Er hat da nichts machen können. Herr Minister, was haben Sie gemacht nach dem Mordanschlag auf Erzbischof Pavese? Gar nichts. Was haben Sie gemacht, nachdem dort unten der Reihe nach Priester umgebracht wurden? Gar nichts. Was haben Sie gemacht, nachdem dort all die Kirchen zerstört wurden, die der Ihr Vorvorgänger beklagt hat? Gar nichts, weil er selber nichts gemacht hat. Übrigens, der Kollege Schüssel geht immer raus, wenn ihr redet. Ich sage es aber trotzdem, ja? Was hat er gemacht? Gar nichts. Was hat seine Nachfolgerin gemacht mit dem Gouvernanten Don? Gar nichts, meine Damen und Herren. Das ist das Ergebnis. Heute gehen sie raus und vergießen Krokodilstränen, wie furchtbar es den Christen auf der Welt geht. Ja, er, der große Christ. Ja? Gar nichts hat er gemacht. Ich erinnere mich noch, als wir ihn appelliert haben, über das Suchen des Patriarchen von Bagdad, Raphael Bidaui II., der dann auch gestorben ist und sein Nachfolger ist ermordet worden. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon aufgefallen ist. Chaldäische Christen mit Rom uniert. Wir haben ihn ersucht, Dr. Heider und ich, dass er endlich etwas machen soll für die Christen im Irak. Keinen Finger hat er gerührt. Stattdessen hat er dem Außenminister dort geschrieben, dass irgendeine verstaatlichte Unternehmung gerne ein paar Exportlieferungen in den Irak tätigen würde. Das war ihm wichtig, meine Damen und Herren. Das ist die Krämer-Mentalität, die Sie heute hier kaschieren und so tun, als ob es Ihnen um Grundsätze und Religion ging. Meine Damen und Herren. In Wahrheit ist Ihnen das alles egal. Deswegen tun Sie auch nichts gegen den Beitritt der Türkei aus Krämer-Mentalität. Deswegen tun Sie auch nichts gegen den Herrn Botschafter aus Krämer-Mentalität. Das ist Faktum, meine Damen. Weil Sie Angst haben, dass irgendein aus der industriellen Vereinigung, aus dem Wirtschaftsbund Ihnen dann Vorhaltungen machen, wenn Sie dann vielleicht das eine oder andere nicht mehr exportieren können. Das ist der Grund, meine Damen und Herren. Er hat es ja sogar im Außenpolitischen Ausschuss mehr oder minder deutlich gesagt, der Herr Schüssel. Der sagt, wie großartig die Interessen österreichischen Wirtschaft in der Türkei sind. Ja, aber daneben gibt es noch ein paar Grundsätze und die sind nicht mit wirtschaftlichen Interessen in der Türkei wegzuwischen, Herr Bundesminister. Wer hat denn dem Herrn Außenminister gesagt, dass nicht die Österreicher unten am Anwerben waren, vielleicht von der Industriellenvereinigung ein paar mag sein, aber wir haben nicht gesagt, sie sollen uns alle Analphabeten aus Anatolien schicken. Die hat uns die Türkei geschickt. Wir haben ihnen nicht gesagt,
Sie sollen uns Ihre Steinzeit-Islamisten aus Hochanatolien schicken, die sogar Töchter als 16-Jährige wie vor 2 Jahren bei lebendigem Leib begraben, weil sie außereheliches Verhältnis gehabt haben. Das haben wir nicht gesagt, dass sie das tun sollen. Ja, was haben Sie jetzt vielleicht mitgefühlt, Frau Kollegin Mutonen, für die 16-Jährige, die man dort lebendig begraben hat, war keine Katholikin, jetzt dürfen Sie ein Mitgefühl haben. Wir haben Ihnen das nicht gesagt, dass Sie das tun sollen. Die Türken haben es uns geschickt, meine Damen und Herren, und dann beklagt er das, dass nämlich diese Leute in diesem Land sich nicht integrieren wollen, wenn er gleichzeitig sagt, sie sollen sie gar nicht integrieren und der Herr Erbakan durch europäische Länder reist und sagt, Integration und Assimilation sei ein Verbrechen am Türkentum, meine Damen und Herren. So schaut's aus. Wissen Sie, meine Damen und Herren, von der menschenrechtsbewegten gemeinsamen Regierungsfraktion, ihr Toleranzromantiker, dass es in der Türkei eine gesetzliche Bestimmung gibt, Artikel 301 türkische Strafgesetzbuch, wo es heißt, wer so etwas sagt, wie der Herr Tetschan hier in Österreich, auf die Türkei gemünzt, ist dort strafbar. Artikel 301 türkische Strafgesetzbuch, das heißt, Herabsetzung der türkischen Nation, des Staates, der Republik, der Institutionen und seiner Organe, meine Damen und Herren. Dort geht man dann zwischen 6 Monaten und 2 Jahren ins Gefängnis dafür. Das ist die Türkei, die uns Ratschläge erteilt. Herr Botschafter, besteigen Sie den Orient Express und zurück nach Istanbul in Ihr Traumparadies, meine Damen und Herren. Nur damit Sie es wissen, dass es in diesem Land nicht nur, irgendwelche Toleranzromantiker gibt, die dieses Toleranz- und Einbahnstraßen-Toleranzgeplapper nicht schon längst satt haben. Das Sie ausnutzen, Herr Botschafter. Sie nutzen das aus, niederträchtig. Und ich sage Ihnen in aller Form, ein paar Menschen gibt es noch auf der politischen Ebene, die das nicht akzeptieren. Und die Bevölkerung draußen akzeptiert es erst recht nicht, meine Damen und Herren. Glauben Sie mir das. Und das ist auch einer der Gründe. Von den Krämern rede ich jetzt nicht. Ich rede jetzt von Ihnen. Das ist einer der Gründe, warum Sie heute weniger als ein Viertel jener Stimmen haben, die Sie noch unter Bruno Kreisky hatten. Rechnen Sie es einmal nach. Wahlbeteiligung, dann Wahlergebnisse und dann rechnen Sie nach, da wird es draufkommen, weniger als ein Viertel jener Menschen, die damals der Bruno Kreisky waren. Glauben Sie wirklich, der Bruno Kreisky hätte sich so eine Frechheit eines türkischen Botschafters gefallen lassen? Der Kreisky würde in seiner Urne rotieren, wenn er mitbekommen würde, was Sie hier liefern. Sie sind dafür verantwortlich, meine Damen und Herren, dass Türken in diesem Land gegenüber Österreichern jeden Tag frecher werden. Und Sie sind dafür verantwortlich, weil Sie die Integrationsleistung nicht verlangt haben, die mittlerweile sogar der Herr Sarrazin sieht, Sozialdemokrat. Sie sind dafür verantwortlich, für das, was kommen wird. Ich sage es Ihnen voraus. Bei den Verteilungskonflikten, die uns jetzt ins Haus stehen, wird genau diese Integrationsleistung, die die Türken hätten leisten müssen, fehlen. Und dann werden Sie sehen, was los sein wird. Dafür sind Sie verantwortlich und vergessen Sie dann nicht die nächsten Krokodilstränen. Es ist pure Heuchelei, ich sage es Ihnen in aller Form. Das war ein ungewöhnlich lauter und aggressiver Debattenbeitrag des Orangen-Ewald-Staats.